Attention, ein Tannenbäumchen. Wow. Moin und herzlich willkommen zum ersten Infovideo in 2016. Jawoll. Nochmal allen frohes neues Jahr, auch wenn es ein bisschen spät ist, aber geht ja noch, ne? Noch ist Anfang des Jahres, sag ich mal. Ja, folgendes. Erster Livestream-Termin, und zwar gleich für Januar, ist der 22.01.2016. Ist ein Freitag. Und ja, da plane ich dann wieder zu streamen und wir fangen wahrscheinlich gegen 16.30 Uhr an, würde ich mal sagen. Also ich plane jetzt zwar ein bisschen weit voraus, aber ich denke mal 16.30 Uhr ist okay. Aber es kommt natürlich noch ein separates Ankündigungsvideo, wo ich dann eventuell die Uhrzeit dann nochmal korrigieren werde. Aber sagen wir erstmal 16.30 Uhr und wir spielen natürlich das Übliche. Also es geht mit Return to Castle Wolfenstein weiter und wir werden dann mit Jersey Devil anfangen für PlayStation 1. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe das ja, wie gesagt, nur mal angezockt und kenne soweit eigentlich noch nicht viel von dem Spiel. Ist halt ein Jump'n'Run und mehr weiß ich davon noch nicht. Und ich bin gespannt, wie mir und wie euch das gefällt. Ne? Und zum Schluss gibt es dann wieder eine Runde Red Dead Redemption. Ne? Also da habt ihr wieder einiges zu gucken und ich denke mal, das wird Spaß machen. Hoffe ich jedenfalls mal ganz stark. Dann, ich hänge ein bisschen mit meinem Silvester-Special hinterher. Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe das zeitlich noch nicht hinbekommen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, also Bildmaterial, und ich muss noch ein bisschen was einsprechen, aber ansonsten ist alles da. Ein Video habe ich aufgenommen. Das Problem ist bei dem Silvester-Special, das werde ich aber wahrscheinlich im Special auch nochmal separat ankündigen, die Videoqualität ist ziemlich scheiße geworden, weil die Kamera leider das Bild nicht richtig fokussiert hat. Ich weiß nicht, was mit der Kamera an dem Abend los war. Ein wichtiges Feuerwerk, das letzte, das hat geklappt. Der ganze Rest ist ziemlich verschwommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde, ob ich dann halt die verschwommenen Sachen mit hochlade, wo man da nicht viel drauf erkennt, oder nur das letzte. Das werde ich dann noch sehen, schneide ich gleich im Anschluss noch zusammen. Deswegen mal sehen. Ihr werdet dann sehen, wie ich das gemacht habe, und ich sag's schon mal im Voraus, ist ein bisschen wackelig dieses Jahr. Und ein Jahresrückblick wird es natürlich auch noch geben. Da habe ich auch schon einige Vorbereitungen getroffen. Und das wird wahrscheinlich, muss ich mal hochrechnen, nächste Woche, was haben wir jetzt gerade? Jetzt haben wir den 8. Vielleicht dann am Montag, Montag, Dienstag vielleicht hochgeladen werden. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich es in dieses Wochenende fertig kriege. Ich kann es noch nicht versprechen, ich tue mein Bestes. Und da könnt ihr euch wieder ein bisschen Zeit für nehmen. Ich denke mal, dass es schon über eine Stunde gehen wird. Letztes Jahr hat es ja sogar über 2 Stunden gedauert. So lange wird es voraussichtlich nicht gehen. Ich kann es aber noch nicht sagen. Also eine Stunde auf jeden Fall. Mal gucken. Vielleicht auch anderthalb. Irgendwie so in dem Dreh. Und der Ablauf wird ungefähr das gleiche sein. Also ich werde dann die vergangenen Let's Play-Projekte präsentieren, die ich praktisch in 2015 mit euch dann gehabt habe. Und dann werde ich so ein bisschen über die Ereignisse reden des Jahres 2015, meinen YouTube-Kanal betreffend, was da so passiert ist, wo ich unterwegs war, wer bei mir zu Besuch war, so eine Geschichten. Und eventuell auch wieder ein paar Statistiken, die ich mit euch zusammen angucken werde. Und ja, und ihr kriegt auch wieder einen kleinen Einblick ins Jahr 2016, was euch da ja alles so erwarten wird. Ein Highlight ist ja schon gestartet, ne? Aktuell läuft ja gerade The Last of Us, das erste Projekt aus 2016, und das ist ja aktuell am Laufen und sehr erfolgreich, gefällt mir. Also es freut mich auch, dass euch das so gut gefällt, und es ist ein geiles Spiel, wirklich. Also das macht richtig Bock, das zu spielen, muss ich sagen. Also das dazu. Und dann erwähne ich nochmal kurz, dass ich zu Gast war beim Super Flash Crash. Ich glaube, aktuell bin ich sogar noch zu Gast. Entweder kommt heute oder morgen letzte Part, ich weiß es nicht. Bei Spyro 2 Gateway to Glimmer durfte ich zu Gast sein. Ich glaube, für 3 Folgen. Ich glaube, er hat es für 3 Folgen gemacht, ja. Die letzten 3 Folgen, also im Finale, war ich dabei. Und wenn ihr da reinschauen wollt, dann könnt ihr entweder auf Ricks Kanal klicken oder ihr findet das bei mir auch in der Gastkommentatoren-Playlist. Jetzt, wo ich das gerade sage, fällt mir ein, dass ich das dann noch reinpacken muss. Ja. Mache ich dann aber noch, während ich dieses Video dann nachher hochlade. Oder bevor ich es, am besten bevor ich es hochlade. Besser ist es. Gut, und eine Sache noch. Ihr wisst vielleicht, einige von euch, dass ich über die Feiertage, also zwischen Weihnachten und Neujahr, war die Steffi hier zu Besuch. Ne, da hatte ich Besuch. Und da haben wir auch ein Let's Play-Projekt aufgenommen. Und zwar haben wir gespielt Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Hat uns von Anfang an irgendwie ziemlich gefesselt. Es fing ein bisschen schleppend an und wurde dann zu einem richtig geilen Fall. Und das ganze Let's Play-Projekt könnt ihr dann bei Steffi auf dem Kanal sehen, also bei Ashzaha. Ich glaube, es sind um die 35 Parts geworden. Glaube.
Ne? Und ich weiß noch nicht, wann es starten wird. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, je nachdem, wie sie ihren Upload-Plan hat. Also die Videos werde ich von meinem Rechner aus hochladen. Sie muss mir halt nur das Okay geben, weil ich habe natürlich hier aufgenommen und die ganzen Dateien sind bei mir auf dem Rechner. Das wollte ich ja nicht alles mitgeben, das wäre ein bisschen Blödsinn gewesen. Deswegen habe ich eigentlich das in der Hand, wann es veröffentlicht wird. Aber ne? Also ich spreche das natürlich mit ihr ab. Und wird auf ihrem Kanal kommen. Es kann aber auch sein, dass ich noch eine Let's Play Together Playlist auf meinem Kanal davon machen werde. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall, wenn ihr es sehen wollt, klickt zur Sicherheit dann bei Steffi auf den Kanal. Da kommt das dann in den nächsten ein, zwei Wochen. So, was ich aber dazu sagen muss, leider ist mir da ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar haben wir das Ganze ja mit zwei Headsets aufgenommen. Wir waren ja auch zwei Leute. Und das lief dann über so ein Verbindungskabel, so ein Y-Kabel. Habe ich angeschlossen gekriegt, war alles kein Problem. Das einzige Problem war, dass mein Aufnahmeprogramm, mein Audacity-Programm, meine Audioquelle irgendwie falsch ausgewählt war. Oder das nicht geschnallt hat, dass das praktisch zwei Mikros sind. Ja, dementsprechend klingen wir etwas blechern. Bisschen blöd. Das ist leider das ganze Let's Play durch, weil das habe ich erst ganz zum Schluss bemerkt. Das ganze Let's Play durch haben wir eine etwas merkwürdige Tonqualität unserer Mikros betreffend. Der Spielsound ist 1A, ne? Ganz normal. Und das Spiel lief auch einfach reibungslos. Ja, bis auf einen Absturz, aber da seht ihr nichts von. Das ist nur unser Problem gewesen. Ja, wie gesagt, ansonsten ist das eigentlich ein super Let's Play gewesen. Nur unsere Audiospur ist leider verkorkst. Das ist aber meine Schuld. Tut mir leid. Aber trotzdem könnt ihr euch gerne das Let's Play angucken. Das ist nämlich eigentlich super gewesen. Waren auch einige Lacher dabei und eine richtig geile Stimmung. Also ein richtig cooles Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen. Wie gesagt, dann bei der Steffi auf dem Kanal. So, damit bin ich jetzt auch am Ende. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit heute eigentlich. Das ist schon wieder viel zu lang. Denn heute streamt noch der Dave. Deswegen muss ich zusehen, dass ich dieses Infovideo heute unbedingt noch fertig kriege. Heute streamt der Dave, ne, von Dave Dörn TV auf dem Hitbox-Kanal Dave Dörn TV. Ne? Ich weiß nicht, ob ich den Link jetzt einblende oder ob der vielleicht im Video steht. Keine Ahnung. Guckt einfach in die Videobeschreibung oder ich weiß es nicht. Irgendwo werdet ihr hier schon den Link finden. Und dann könnt ihr gerne noch einschalten. Der Dave streamt heute. Ich werde auch dabei sein. Und also im Chat. Ne? Und ja. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Das war's. Bleibt mir treu. Schaut weiter fleißig meine Videos. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, wie gesagt. Und ja. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.